Wunderschönen guten Tag, Freunde, und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Freunde, heute regnet es Fragen. Es hagelt, es stürmt Fragen. Bei mir sieht es ein bisschen durcheinander aus, weil ich gerade eine neue Werkstattküche baue, die es übrigens auch auf diesem Kanal geben wird. Wir beantworten jetzt erstmal eure Fragen auf Schnelldurchgang. Let's go! Ey, Nakidai, welches Rad nimmst du eigentlich mit nach Malaga? Bin noch am Packen, siehst du doch gerade. Oh Mann, warum habe ich dich erst letztes Jahr entdeckt? Thanks for this content. Zucker. Vielen lieben Dank für dieses nette Kommentar. Und ich weiß nicht, warum du mich erst letztes Jahr gefunden hast. Vielleicht, weil es diesen Kanal seit vorletztem Jahr intensiv gibt. Und wegen dem Zucker, hoffentlich kriegst du keinen Diabetes. Wie schaffst du es eigentlich immer so gut auszusehen? Verrat du es mir, Baby. Lyric Ultimate oder Sepp Ultimate? Also, ich werfe eine Fox 38. Ist übrigens zu verkaufen. Bringst du mir Springen bei? Natürlich gebe ich auch Fahrtechnikkurse. Die sind für den April und Mai für das Jahr 2024 leider schon alle vergeben. Aber in ein paar Wochen wird es ein neues Update geben, wo ihr Kurse für den September 2024 buchen könnt. Also auf allen Kanälen Instagram, TikTok und YouTube Augen aufhalten, damit ihr das frühzeitig mitbekommt. Denn die Termine sind schnell vergeben. Kann man bei dir eigentlich kostenlos Maxis-Mäntel bekommen oder Pip-Viper-Brillen? Na klar, warum sollten die Shops denn irgendwas davon verkaufen und damit Profit machen und die Wirtschaft am Laufen halten? Wie groß ist deine Aubergine? Ich verstehe nicht, warum alle wissen wollen, wie groß meine Aubergine ist, aber mit Stiel würde ich sagen so 21. Ja, ich weiß, es ist nur Zucchini. Hier hat einer ein Bild geschickt mit einem Video unterlegt. Also manche Leute sind einfach cringe. Die Frage will ich gar nicht beantworten. Du hast meinen Tipp gestern in der Sprachnachricht nicht angehört. Leute, wenn ihr mir irgendwas zu sagen habt, dann schickt mir lieber Nachrichten, wo ich lesen kann, weil Sprachnachrichten verbrauchen unheimlich viel Zeit. Und wie ihr wisst, schneide ich 2 Videos die Woche. Jeden Mittwoch um 18 Uhr und jeden Sonntag um 11 Uhr kommen die online. Und somit habe ich leider nicht so viel Zeit, Sprachnachrichten zu hören. Also wer irgendwas von mir möchte, einfach gerne schreiben. Ich beantworte immer eure Fragen. Schwanzlänge. Ihr Griechen habt safe einen kurzen. An der Nase des Mannes erkennt man sein... Wie zufrieden bist du mit den Spank Uzi Pedalen? Wie zufrieden ich mit diesen Pedalen bin? Ich zeig dir das mal. Guck mal mit. Nummer 1, Nummer 2. Nummer 3, wenn auch ein bisschen dreckig. Nummer 4, Nummer 5 und Nummer 6 ist bei mir auf dem Dirtbike. Gut geschlafen oder oft auf Klo gewesen? Ja, ich habe sehr gut geschlafen, aber ich müsste jetzt auch mal scheißen gehen. Krieg ich eine neue Goggle? Meine ist kaputt gegangen. www.bikemailorder.de/müsstest du dir selbst kaufen. Ab wann macht ein Downhill-Bike Sinn? Also ein Downhill-Bike macht ab dem Moment Sinn, wenn du Spaß dran hast. Lass dir von niemandem was einreden. Geht der Trailbau in Griechenland weiter? Ja, na klar. Dieses Jahr wahrscheinlich von Ende November bis Mitte Januar. Aber vielleicht kriegen wir ja diesmal ein paar Leute ran, die mir helfen. Mal gucken. Hast du eigentlich noch einen Job neben Influencer-Dasein? Wenn ja, was? Ich bin Arzt, ich bin Physiotherapeut, ich bin Lehrer, Geschäftsmann, Maurer, Klempner, kann sehr viel bieten. Du darfst jetzt selber entscheiden, wie der Job heißt. Johnny Sims. Was willst du immer? Essen und Biken. Das, was ich immer will. Die nächste Frage ist, wie es meinem Hund geht. Harry, wie geht's dir? Geht's dir wieder gut? Geht's dir wieder gut? Ja, ne? Dem geht's gut. Danke. Nix. Geh nur ewig das Beste. Mach weiter so. Kurz geht raus. Vielen lieben Dank für deinen Support. Wann wieder Wicked Session? Also, wir haben heute Dienstag und ich warte gerade noch auf den Robson und dann fahren wir sofort los. Morgen zur Moonlight Session werde ich nicht da sein. Dann bin ich auf dem Weg nach, beantworte ich euch gleich. Und dann geht es übernächste Woche wieder in The Wicked, wenn ich wieder da bin. Kannst du mir eine gratis Autogrammkarte schicken? Na klar, welche willst du? Von Erik Fettko, von Fritz oder vom Jasper Jauch? Ein Spaß. Natürlich, schreib mir deine Adresse bei Instagram und dann schicke ich dir sofort eine los. Frage aber, bist für mich ein absolutes Vorbild, was Biken angeht. Mach weiter so. Phil, ey.
bringst mich ja ganz in Verlegenheit. Kuss geht raus. Bist du beim Beyond Festival wieder am Start und sorgst für Stimmung? Also, wenn ihr unbedingt wollt, dass ich am Beyond the Hill Festival wieder moderiere, dann kommentiert einfach den letzten Beitrag von der Beyond the Hill Instagram-Seite mit Nakidai as Mod. Vielleicht darf ich ja wieder moderieren. Guckst du heute das Handball-EM-Spiel um Platz 3? Zum Glück wurde dieser Fragensticker letzte Woche gemacht und das Spiel ist Gott sei Dank vorbei und ich muss mir nicht anschauen. Ich brauche dringend einen coolen Hoodie. Wann bringst du einen raus? Also an ganz erster Stelle freut euch mal bald auf was anderes als Hoodies, denn wir haben bald Sommer und da braucht, glaube ich, keiner Hoodies. Ansonsten würde ich so gegen Herbst mal vielleicht sowas machen. Habt ihr da Bock drauf oder wollt ihr lieber einen ganz ärmeligen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bin sehr, sehr neugierig. Also ich finde den super. Was ist dein absoluter Traum bzw. dein Ziel, wenn es ums Radfahren geht? Also mein größtes Ziel ist es einfach unheimlich viel Spaß zu haben an jedem Ort, an dem ich ein Fahrrad benutzen kann. Das ist eigentlich mein größtes Ziel, Spaß zu haben wie Sau. Kannst du deine Bike-Karriere etwas erläutern, wie sich alles entwickelt hat? Das wäre eine sehr, sehr lange Geschichte, ein viel zu langer Auftrag für dieses Video. Aber ich blende mal hier oben in der Ecke ein Video ein, wo du dir ein bisschen was anhören kannst. Schwerste Trick, den du jemals schaffen wirst. Also ich sag jetzt im Voraus schon, es wird ein Tailwhip sein. Die nächste Frage ist, wie bekommt man mehr Style auf dem Rad? Also ich würde sagen, du suchst dir jemanden, bei dem du findest, dass er Style hat und versuchst ein bisschen zu kopieren und natürlich deinen eigenen Style mit einfließen zu lassen, damit das Ganze seine eigene perfekte Note hat. Ich glaube, so ist das, ja. Die nächste Frage ist, bist du bei den Dirt Masters? Also ich hoffe, das ist eine rhetorische Frage. Welche Parks fährst 2024 oder welche große Reisen stehen an? Also, die erste große Reise beginnt diesen Donnerstag und zwar geht es nach Malaga. Die nächste große Reise ist Ende März. Da werde ich euch aber noch nicht verraten, wo es hingeht. Dann geht es Anfang Mai nach Italien, nach Riva. Und dann im Sommer Österreich, Schweiz, Frankreich und eventuell vielleicht Italien, aber ich weiß noch nicht so sicher. Ich wollte eigentlich nach Kanada, aber das wird dieses Jahr leider nicht klappen. Ende des Jahres geht es dann wieder nach Griechenland, um Trails zu bauen. Bewerbungsgespräch. Wo sehen Sie sich in 5 Jahren, Herr Nakidai, ist die Frage. Und zwar, ich sehe mich in 5 Jahren eventuell so in Kanada oder Österreich, vielleicht auch in Griechenland. Einfach die Welt ein bisschen erkunden und einfach Spaß haben, gesund sein und glücklich sein. That's all. Nächste Frage. Eine letzte Frage gibt es jetzt noch und zwar Parkbike auf Single Speed umrüsten. Ich sag mal so, viele haben da Bock drauf, andere nicht. Ich fahre am allerliebsten Chainless im Park, aber es ist schon sinnig, ab und zu auch Gänge zu haben. Ich bin eigentlich der Single Speed Fahrer oder am liebsten Chainless, wie gesagt, seit letztem Jahr, by the way. Aber viele würden eine wenigstens kleine Gangschaltung bevorzugen. Aber ich würde einfach mal sagen, wenn du Bock drauf hast, Single Speed, let's go. So, meine Lieben, das war's mit dem heutigen Video. Ich hoffe, euch hat das Video unheimlich gut gefallen. Ich wollte die Fragensticker mal etwas anders beantworten. Ich habe heute Mittag schon sehr, sehr viele beantwortet, nur ich musste dann später zum Training. Und wie ihr seht, ist es jetzt schon dunkel. Da habe ich nicht alles beantworten können. Aber ich habe jetzt die meisten Fragen beantwortet. Ich hoffe, eure Antworten waren dabei. Schreibt doch gerne in die Kommentare, falls ihr noch mehr Fragen habt. Und ob euch der Stil der Fragen beantworten, des Q&As gefallen hat und nicht wie immer so, ja, wollen einfach da sitzen und einfach irgendwas erzählen. In dem Sinne wünsche ich euch allen einen wunderschönen Abend. 1 Million Dank für diese 7000 Leute, die hier die Videos sich anschauen, die Bock haben, mich auf meiner Reise zu begleiten. Kuss geht raus an euch alle und freut euch aufs nächste Video. Es wird ein gutes. Bis dann, euer Nakidai. Tschüss.